Servus Leute, ja, heute soll's um Elaine Rabenkind von Jessica Barnett gehen. Boah, schaut euch mal dieses wunderschöne Cover an von dem Buch. Ich liebe das Cover wirklich. Elaine Rabenkind ist im Sternensand Verlag erschienen. Und das wahrscheinlich deswegen ist das Cover auch wieder so unglaublich schön. Ich habe das Buch angefangen zu lesen und habe auch bei Instagram mal was dazu gepostet. Das ist aber schon einige Zeit lang her, als ich auch mit dem Buch angefangen habe, das zu lesen. Ja, dann kam aber eine ganz schön heftige Stresswelle auf mich zugerollt, so vorweihnachtlicher Stress. Und dann wurde ich auch noch dummerweise krank, gleich ein paar Mal hintereinander in kurzen Abständen. Und ich konnte leider das Buch nicht weiterlesen. Als ich dann wieder angefangen habe, das Buch zu lesen, habe ich festgestellt, ich bin komplett raus. Irgendwie aus der Story, aus der Stimmung vor allem, die mir die Geschichte so beim Lesen vermittelt hat. Und deswegen habe ich jetzt erstmal das Buch weggelegt. Und ja, ich habe jetzt wieder begonnen, aber ich habe es komplett von vorne nochmal angefangen zu lesen. Heute ist für mich der 25. Dezember. Weihnachten und ich habe jetzt endlich die absolute Ruhe gefunden und eben auch die Stimmung wieder in das Buch einzutauchen und habe es heute in einem Rutsch und ich glaube noch nicht mal mit einer Toilettenpause durchgelesen, komplett sofort von Anfang bis Ende ohne abzusetzen. Ich lese euch mal kurz den Klappentext vor. Eine Prophezeiung, der sie nicht entkommt. Eine Bürde, die sie kaum ertragen kann. Eine Liebe zart, zerbrechlich und bedroht von Lügen, Intrigen sowie dem Spiel der Macht. Die junge Elaine von Corbenic wächst im Norden Britanniens in einer düsteren Festung auf. Ihr Vater, König Pelles, ist besessen von einer Vision, die Elaines Mutter kurz vor ihrem Tod gehabt haben soll. Demnach wird Elaine die Mutter des größten Helden aller Zeiten. Dafür opfert der König alles, das Wohlergehen seines Volkes und die Liebe seiner Tochter. Die Legende von König Artus erwacht erneut zum Leben. Ja, aber nicht, dass ihr das falsch versteht. Elaine von Corbenic ist nicht die Mutter von König Artus. Zu der Zeit, als diese Geschichte spielt um Elaine von Corbenic, da ist König Artus schon König und verheiratet mit Guinevere, seiner Frau und diese großen Begebenheiten, weil wie er zur Macht gekommen ist, das ist alles schon passiert. Aber wer sich ein kleines bisschen mit dieser Geschichte um diese ganze Legende auskennt, der wird vielleicht den Namen Elaine von Corbenic schon kennen, denn Elaine von Corbenic ist in dieser historischen Erzählung die Mutter von Galahad, dem Gralsritter, dem es vergönnt war, den Heiligen Gral zu sehen, zu finden, wie auch immer. Diese Geschichte erzählt aber erstmal eben die Geschichte von Elaine von Corbenic, von eben der späteren Mutter dieses berühmten Gralsritters und ihrer Jugend und was da so alles passiert,
auf dieser Burg Korbenik. Und ja, und welche Intrigen ja, ihr Vater da um sie spinnt. Um eine junge erste Liebe, um ihre Ziehmutter, denn ihre Mutter, ihre eigentliche Mutter ist schon verstorben, um ihre Ziehschwester und um, ja, spannende Intrigen und Begebenheiten, die eben dort stattfinden. Das ist der erste Teil dieser Geschichte. Und wie es weitergeht, das kann ich euch natürlich jetzt nicht erzählen, aber lasst euch überraschen, was da so alles in diesem, ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr, dass dieses Buch umreißt, eben die Geschichte von Elaine von Korbenik, die Anfänge sozusagen. Es kommen viele historische Berühmtheiten, es kommen ein paar Berühmtheiten auch drin vor, und tja, mehr will ich jetzt überhaupt eigentlich gar nicht so erzählen. Wer so die historischen Vorgaben vielleicht schon kennt, der kann sich vielleicht ein bisschen schon denken, was so in der Geschichte passieren könnte. Aber nicht muss, denn das ist so, es wird schon, glaube ich, auch in der Zukunft, also im zweiten Teil, es deutet sich schon ein bisschen an, ein bisschen abweichen von dieser bekannten Person, dieser Elaine von Korbenik, denn die wird oftmals in historischen Quellen ein bisschen so in die Opferrolle gedrängt. Die Geschichte, glaube ich, die ist, glaube ich, ein bisschen anders gestrickt. Wie hat mir jetzt die Geschichte gefallen? Also ich muss euch sagen, ich war beim ersten Mal schon völlig geblättet irgendwie. Was das für eine wundervolle Geschichte und vor allem eine wundervolle Sprache in dieser Geschichte ist, wie das alles so wundervoll und bildlich beschrieben wird. Auch die ganzen Charaktere, die Protagonistin wird so unglaublich gut zum Leben erweckt. Muss ich ehrlich sagen, das habe ich selten so gekonnt erlebt. Auch selbst die kleinsten Nebendarsteller sozusagen, wie der Stallknecht Liam glaube ich heißt er, selbst der bekommt so viel Substanz und Seele mit, obwohl er halt wirklich nur so eine kleine Nebenfigur in der Geschichte ist, vorerst, glaube ich. Und wie gesagt, diese Sprache, diese Sprachgewalt, das ist falsch. Wisst ihr, ich habe beim Lesen immer irgendwie so bei den eine Beschreibung dafür gesucht, für diese Sprache. Und irgendwie ist mir so beim Lesen der Gedanke gekommen, stellt euch mal vor, ihr habt gerade einen Teller mit eurem Lieblingsessen vor euch und ihr könnt dieses Essen
gerade so wundervoll genießen und es zergeht euch so irgendwie im Mund oder ihr habt die köstlichste Praline oder den köstlichsten Schokolade, köstlichste Schokolade im Mund und genießt das gerade oder einen wundervollen Wein trinken, euer Lieblingsgetränk rinnt euch so die Kehle hinunter. So ist mir das irgendwie immer gegangen beim Lesen mit dieser mit dem wundervollen Text, mit der wundervollen Sprache. Irgendwie, anders kann ich es euch ehrlich gesagt gar nicht beschreiben. Dieses Gefühl, das Lesen dieses Textes irgendwie in mir ausgelöst. Das ist so völlige Zufriedenheit über die Sprache, über den Text. Völlig, völlig wundervolle, stimmige Geschichte. Und ich glaube, das ist der Auftakt zu einer der besten Geschichten, die ich glaube ich je gelesen habe. Also das ist ein erster Teil, das ist echt schwer in Worte zu fassen. Unglaublich gut. Ich finde den Hammer gut. Also mich hat es echt fast ein bisschen aus die Socken gehauen, will ich mal sagen. Bewerten muss ich das und kann ich das nur mit absolut voller Punktzahl. 15 Punkte plus. Mehr geht nicht. Ich kann nicht weniger als wie volle Punktzahl. 15 Punkte, 5 Sterne, wie ihr das auch immer sehen wollt. Das ist ein absolutes Highlight und ein absolut geiler Abschluss dieses Lesejahres. Ich habe noch ein weiteres Buch, glaube ich, das ich dieses Jahr lesen will. Aber völlige Zufriedenheit hat das Buch in mir ausgelöst, muss ich sagen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den nächsten Teil. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber der zweite Teil erscheint, glaube ich, so im März rum, 2019. Von dem her, ich muss nicht so arg lang warten, bis ich den zweiten Teil lesen darf. Und ich glaube auch, dieser zweite Teil ist auch keinerlei Chance, dass das ein Übergangsteil ist, wie man das so oftmals kennt. Denn wenn ihr jetzt das Ende kennen würdet, ist in der Folgegeschichte steckt so extrem viel Potenzial, dass ich mir sicher bin, genutzt wird. Von dem her, Hammer. Ich fand's geil. Jessica Burnett, Hammer. Super. Danke. Danke für das Buch. Danke für die Geschichte und ich freue mich auf den zweiten Teil. In diesem Sinne, lest mal wieder was.